meine Lieben, und willkommen zu einer neuen Aufnahme von The Room. Wir sind jetzt schon ziemlich weit gekommen und sind jetzt auf der Tischplattform, also ganz oben von dem ganzen Zeug, und werden jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Schauen wir mal. Es ist wieder rauszoomen, reinzoomen, rauszoomen, reinzoomen. Schauen wir mal, was ich alles machen kann. So genau weiß ich das nämlich hier jetzt auch nicht mehr, um ehrlich zu sein. Ah, okay. Eine kleine Fassung. Aber es ist eigentlich ganz einfach. Das ist so. Also es ist eigentlich ganz einfach, ist gut. Das Ding wird noch interessant, das kann ich euch gleich sagen. Aber ich sage euch auch eins, dass ich keine Ahnung habe, wo ich jetzt eigentlich anfangen wollte. Und wie ich anfangen muss. Aber. Na komm. Ziehen, ziehen, ziehen. Ist das das jetzt? Ja. Hier. Ein Messing-Kurbelgriff. So. Und der Zettel. 7 von 7. Es wird also, denke ich mal, unser letzter Zettel sein. 15. August. Irgendwas stimmt nicht. Ich habe die Beschwörungsformel genauestens eingehalten. Astaroth ist nicht erschienen. Keine Antworten haben sich offenbart. Mehr Fragen. Die Visionen haben zugenommen. Sie bedrängen mich und ich kann mich nicht allzu lange in einem Ort aufhalten. An einem Ort aufhalten. Ich versuche, sie im Blick zu behalten. Doch die Linse schmerzt meinen Augen. Ich habe ein Mittel gegen die Schmerzen zusammengestellt. Wer mir folgt und dieses Tagebuch findet, ich vermag dies nicht zu beschreiben. Die Welt der Menschen kennt keine Worte, mit denen es sich erläutern ließ. Das Haus ist nunmehr so sehr gewachsen. Überall finden sich Räume. Gut. Ich schätze mal, also ich weiß es jetzt nicht, aber ich schätze mal, dass dieses Ding hier reinkört. Yay! Hallo? Drehen, drehen, drehen. Mach, drehen. Sehr gut. Ich finde die Kameras so geil hier, echt. So. Astra. Gut, das Schwert. Gehen wir mal raus. Hier sieht man jetzt eigentlich nichts, wenn man hier lang geht. Aber, ja. Jetzt, das ist wieder das Symbol vom Nullelement. Sehr gut. Ein Dolch. Okay. Und wen stechen wir jetzt ab? Wahrscheinlich einfach gar keinen, weil ich den Dolch hier reinstecken muss. Ein Sonnensystem. Okay. Nö. So mal nicht. So. Das bringt mir jetzt hier gar nichts. Ah. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Gut. Wo ist es? Wo ist es? Da. 1, das. Jetzt dreht sich das Ganze. Ach, wie schön. Okay. Da gibt es mir jetzt eigentlich wirklich den Tipp, dass ich hier weiter drehen muss. Also ich. Das ist ehrlich gesagt der Deckel von dem Ganzen, wenn du mal einen Anfang hast, ist gar nicht so schwer. So, da ist es jetzt 1, 2, dann 3 und dann wieder 2. Also so schwer ist das gar nicht. Okay. Muss ich das jetzt irgendwie stoppen? Ich glaube, mich zu erinnern, dass ich das irgendwie stoppen musste. Ich weiß es aber gerade nicht. Oder? Ich musste es einfach vorher eingeben.
Ja, dann stoppt es automatisch. Okay, gut. Ich kann auch doof sein oder ich bin doof oder was auch immer. Komm, so. Ein großes Goldamulett. Ich kann lesen. Das sieht so aus. Okay. Es sieht einfach. Ich finde das wirklich der Aufbau von dem Ganzen, so wie das rumfährt und keine Ahnung was. Ich finde, das sieht einfach nur mega aus. Und jetzt? Jetzt kann ich es drehen. Ach du meine Güte. Jetzt ist nämlich das Schwert weg. Oh. Kann ich hier jetzt nochmal? Nee. Jetzt macht's mal nix. So. Gut, ich schätze mal, vielleicht ist hier die Nummer 1. Das weiß ich, da hatte ich, wo ich es gemacht habe alleine, hatte ich schon wahnsinnige Probleme damit. Aber ich weigere mich, dass ich irgendwie Hilfe hole oder sowas. Weil ich kann hier mit dem so gar nichts machen. Na, ich weigere mich da dagegen, dass ich da jetzt den Punkt da drücke, den. Also auf das Fragezeichen-Ding drücke. Obwohl, es ist im Prinzip eh wieder einfach. Du hast unten zwei, dann hast du in der Mitte eins. Da brauche ich jetzt wieder das hier dafür. Zwei, eins, zwei, eins. So, das Ding sieht einfach cool aus. Die Energiequelle zur was? Nutzbarmachung des Nullelements. Okay. Das heißt so wieder, dass ich drücken kann. Jetzt bin ich in dem. Bin ich jetzt in dem Ding drin? Lass mal gucken. Von hier aus gesehen. Okay, jetzt kann ich das Ding da oben drauf setzen. Vor allem das Interessante ist, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Irgendwo muss ich doch hin teleportiert sein gerade oder so. Schaut euch das an. Okay. Das war jetzt ein kurzes Kapitel. Das muss ich sagen, das war jetzt echt kurz, das Ding. So. Ich weiß, dass es jetzt noch ein Zusatzkapitel gibt. Ja, genau. Das ist das hier und da bin ich jetzt ehrlich, das habe ich noch nicht gespielt. Also ich habe zwar so du alles durchgespielt, aber das habe ich noch nicht gespielt. So. Ein absolut, was? Absonderliches Gefühl der Bewegung. Nicht vollends wie sich drehen, nicht vollends wie fallen. Ich fühle, wie ich die Schwelle überschritt und die Visionen verebten. Was verebten? Vielleicht sollten sie mich nur an diesen Ort bringen. Der Weg zurück verschließt sich hinter mir, doch ein Weg voran tut sich vor mir auf. Etwas zieht mich weiter. Falls du bei mir bist, werde ich dir auf deinem Weg Geleit geben. Ich bete, dass du nie gekommen bist. Ich bete, dass du nur ein weiterer meiner Träume bist. Okay. Da sind zwei X drauf. Ich werde mir die jetzt einmal merken. Also so gut wie es geht.
Weil das schaut aus wie so ein Hinweis oder so. So, was ist das? Kann ich hier was sehen? Okay, das ist eine Notiz und Skizze vom Nullelement. Ich sehe hier auf dem Tisch, jetzt bis auf das hier ist auch recht schön verziert, sehe ich Nichtzig. Nichtzig vor allem, voll deutsch. Schauen wir mal. Ha! Da ist was. Und jetzt? Ah! So. Und wo passt dieses Zahnrad jetzt hin? Wie gesagt, ich habe das jetzt selbst noch nicht gemacht. Das hier ist aber so ein anderes Ding, ja. Und schauen wir mal. Okay, das hat hinten so eine Fassung. Kann ich hier irgendwas näher anklicken? Wie gesagt, das habe ich selbst jetzt noch nicht gemacht. Ah, okay, weil hier irgendwo habe ich das schon gesehen. Wo war das? Irgendwo sind Punkte. Muss mir dann angucken. Hier ist auch noch so ein Riegel. Riegel. Da. Da. Yay! Ach du meine Güte. So, wie funktioniert das? Ah, okay. Alles, was in der Nähe vorbeifährt, wird farbig oder so? Ah, und jetzt muss ich bei den anderen. Schauen wir mal. Ach so. Jetzt muss ich mal. Tut mir leid, dass ich gerade so ruhig bin. Ich muss gerade echt überlegen, wie ich da lang fahre. So, so. So, so. Nee. So. Sehr schön. Sorry, dass ich gerade so ruhig war. Ich muss gerade echt überlegen, was das jetzt ist. Okay. Inventarobjekt, ein Metallkugel, irgendwas daran ist seltsam. Ich schätze mal. Okay. Wow. Springt mich gleich irgendwas an. Also. Das ist jetzt das zweite Zahnrad, was da unten ran gehört. Schätze ich mal. Wo ist es denn? Wo ist es denn hier? Yay! Ein Zahnrad scheint zu fehlen. Ja, ich hab das hier. Okay. Komm, komm. Danke. Das nehme ich mal mit. Hier sind ein paar Tarotkarten. Sind die irgendwie wichtig? Nö, ich glaube nicht. Aber dieser Sternschlüssel, der müsste jetzt genau hier drauf passen. Gut. Da war was. Ah! Da ist ein anderer Schlüssel. Okay, das heißt, ich muss jetzt nochmal zurückdrehen. Jetzt habe ich das verstellt. Jetzt kann ich hier nochmal eins weiter drehen. Und jetzt müsste hier. Ja, jetzt kann ich hier den Schlüssel. Jetzt habe ich dann den Schlüssel.
Sehr schön. Und der Schlüssel wird hier passen. Da bin ich mir sicher. Yay. Ach du meine Güte. Was ist denn das eigentlich? Ah, okay. Gut. Okay, das verwirrt mich jetzt. Was ist denn hier? Achso, das ist das Spiel, das hat man gerade. Ach du meine Güte. So, das S ist bei 3, das Kreuz bei 2 und das Dreieck bei 1. Das S bei 3, das da bei 2 und das Dreieck bei 1. So, eine Münze. Schauen wir mal, ob ich jetzt was übersehen habe. Das ist das, das hat man schon. Das hat man. Das haben wir jetzt gerade gebraucht. Da. Ein Klavier. Der da. Na, nicht der. Sieht aus wie ein Münzschlitzer. Es klingt voll geil. Schlüssel. Metallgriff. Noch ein Metallgriff. Ey, das hat Spaß gemacht. Warum ist das so schnell um? Ich meine, das andere auch, ja, aber genau das, was so viel Spaß macht, ist gleich vorbei. Okay. Was ist das? Ja, das habe ich schon verstanden, dass das dadurch hoch und runter fährt. Kann man hier irgendwo. Weil das hat definitiv was mit dem noch zu tun, weil. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Ich frage mich nur gerade, was. So. Mal weiter überlegen. Was auch immer es ist. Ich probiere gerade, ob ich das Symbol hier finde. Aber das Symbol gibt es nicht. Irgendwo muss ich die Symbole nochmal hier sehen. Schauen wir mal. Durch das Öffnen des Ma der Messingplatten auf der Rückseite der Kiste sieht man. Was? Sieht man? Von der drehbaren. R sieht man nun mehr von der drehbaren Röhre? Weil wenn ich hier drehe. Ah! Nach oben. Okay, links ist ähnlich H und da sind vier no rechts sind vier Noten. Probieren wir es so. Links ist eine Art H. Schauen wir mal. Eine Art H. Das hier. Und rechts sind vier Noten. Das ist das hier. Wow. Und jetzt gehen wir da nach oben, also in Grundposition. Knopf, Knopf. Knopf, Knopf. Ach du heilige Scheiße. Ah, okay. Fünf, sieben, drei.
5, 7, 3. Tada! Ach, geil. Ach du Scheiße. So. So. Okay. Ah, okay. Ich schätze mal, dass ich einfach alles dann da reindrehen muss. Also, dass es nach innen, dass die vier Teile nach innen gehen. Eins, zwei. Gibt's das? Na, das ist es nicht. Es ist jetzt rechts vorne unten. Jetzt ist es oben. Na? Na? So? Jetzt müsste es rechts oben sein. Das ist jetzt verdrehtes Denken, echt. So. Und das hier ist jetzt noch frei. Das ist aber. Oben. Na, das müsste jetzt unten sein. Das ist jetzt unten. Ich muss aber unten rechts. Das ist jetzt. Also hier, wenn ich es hier sehe, muss es unten links. Unten rechts sein. Na, das ist jetzt oben. Kann es das sein? Nee. Jetzt ist es auch wieder oben. Aber so jetzt. Ja. Das Interessante ist, dass jetzt eines nicht passt. Und das ist das hier. Siehst du, das sind jetzt zwei übereinander. Das heißt, ich muss jetzt irgendwo. Wo ist denn das Leere? Hier ist noch ein leeres irgendwo. Das muss ich jetzt nach oben rechts bekommen. Gut. So. Gut, das war scheinbar ein kleiner Fehler. So geil. Yay! Ein roter Edelstein. Was passiert denn jetzt? Ach du meine Güte. Okay, hier habe ich. Denke ich mal die anderen Edelsteine. So, jetzt möchte ich erstmal. Hallo? Okay. Gut, das muss ich jetzt so verschieben, dass ich hier die Edelsteine rausbekomme. Ja. Schauen wir mal. So, ein Feuerball. Junge. Bam. Gut. Edelstein.
Jetzt gut, die Übung jetzt selber finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so schwer, weil die Schiebeübung ist echt, naja, einfach. Das habe ich schon schlimmere Rätsel jetzt hier erfahren. Und jetzt kann ich bitte da drauf. Was ist jetzt das hier? Okay, also ich schätze mal, dass die Edelsteine hier rein müssen. Reihenfolge, keine Ahnung, aber ich schätze mal, das soll nachher dann so ausschauen wie das hier in der Mitte. Wenn sich's verbindet. Okay. Das soll dann so ausschauen, wie ein unendlich, ich glaube, unendliches Ding nennt sich das. Gut, der rote muss bleiben. Ich lasse jetzt mal den blauen und tausche nur den gelben und den grünen aus, weil das ist jetzt einfach so eine Spielerei in meinen Augen. Gut. Blau und grün austauschen bringt nichts. Ah, blau und grün, sage ich. Grün und gelb. So. Dann. Ups. Dann tausche ich mal so. Das nenne ich jetzt Zufall. Dass ich es gleich aufs zweite Mal habe. Okay, Kiste. Hallo. Hui. Okay. Ah, das ist wieder eine Übung, dass ich da in die Mitte fahren muss mit dem Ding. Geht klar. Ah. Sonst landest du bei gar keinem gleich. Obwohl, lande ich unten irgendwo gleich? Nur mit dem. Gut. Schauen wir mal, probieren wir mal so. Meistens gibt es keinen geradlinigen Weg. Das ist es ja. Und das hier passt auch mit nichts zusammen, außer mit dem. Das heißt, das ist falsch. Dann müsste ich jetzt mal gucken. Gut, das passt nicht. Dann schauen wir mal hier. Habe ich da noch ein anderes, mit dem es zusammengeht? So, so nicht, so nicht. Gut, ich kann nur hier nach oben. Hier kann ich hier nach oben. Da kann ich nichts machen. Und da kann ich nach unten. Das heißt, ich muss hier nach oben. Anders geht's nicht. So, da brauche ich nicht nach unten. Da komme ich. Ah, so. Habe ich was gesehen? Auf das Einzelne. Ah, jetzt habe ich, bin ich drüber gefahren, weil ich kann nämlich hier nochmal nach außen. Da. Und dann mal gucken. Hier kann ich wieder nach innen. Okay. Da rein. Da rein. Und ich hab's. Oh, ich mag das. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. Was wird das? Ah. Man sollte ein bisschen mehr rumscrollen. Das ist mein Problem immer bei den Click and Points. Ich gucke eigentlich nicht genau. Aber egal. Ich mag es trotzdem. Der Fingerabdruck in der Mitte drauf. So. Rausfallen. Gleich das trotzdem noch mit jemandem? Nee. Ansonsten mit nichts. Das heißt hier rein. Ich glaube aber, dass ich. Ne, ich glaube, ich muss hier hoch. Jetzt hier runter. Ja.
Das ging jetzt schneller. Ich werde einfach immer besser. Ta. So. Wo ist denn hier das? Ah, hier ist das Nullende. Okay, hier kann ich sogar drehen. Ich glaube, das war jetzt gerade eine Glückssache, dass ich nur so kurz gedreht habe, dass es trotzdem funktioniert hat. Was ist... Ach du Scheiße. Mein Okular ist kaputt. Okay. Ich wusste jetzt auch nicht, dass es hier dann gleich zu Ende ist vom ersten. Aber, ja, wie gesagt, das Spiel hat drei Teile. Also gibt Room 1, 2 und 3. Das war der erste Teil. Und ich hoffe, euch hat er gefallen. Ich fand es wahnsinnig cool, euch das mal zu zeigen. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!